Hallo bei Phil's Philosophy. Wie neutral sollen ethische und politische Bildung heute sein? Juniorprofessor Dr. Steve Kenner, Politikwissenschaft und ihre Didaktik, ist dazu zu uns gekommen. Hallo Steve, schön, dass du da bist. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Steve, antidemokratische Stimmung einerseits, Klimawandel andererseits, groß sind heute die Erwartungen an unsere beiden Fächer Politik und Ethik. Und dazu wollen wir auch später noch konkreter sprechen. Zunächst aber mal die Frage, nach welchen grundsätzlichen Konzepten orientiert ihr euch bei der Frage dieser Neutralität in der politischen Bildung? Ja, ich würde vielleicht ganz gerne gleich zu Beginn einmal vorwegschieben, dass ich die Frage mit einem ganz klaren Nicht-Neutral beantworten wollen würde. Also Bildung kann in einer demokratischen Gesellschaft grundsätzlich erstmal nicht neutral sein. Darauf werden wir wahrscheinlich gleich nochmal genauer eingehen oder genauer zu sprechen kommen. Die Prinzipien, die die politische Bildung insgesamt leiten, und dabei übrigens nicht nur das Unterrichtsfach, Gemeinschaftskunde, politische Bildung, Sozialkunde, das heißt ja in den Ländern ganz unterschiedlich, sondern politische Bildung als Bildungsauftrag insgesamt, wird geleitet von Grundprinzipien, die in dem sogenannten Beutelsbacher Konsens festgehalten wurden. Den kennen vielleicht einige auch. Und der wird ganz oft auch, gerade was die Neutralitätsfrage angeht, missinterpretiert. Der Beutelsbacher Konsens ist übrigens kein Gesetz. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Gesetzescharakter hat. Der Beutelsbacher Konsens, der wurde in Beutelsbach, also hier bei uns in Baden-Württemberg, diskutiert, und zwar zwischen Politikdidaktikerinnen und Politikdidaktikern. 1976 haben die sich in Beutelsbach getroffen und haben überlegt, welche grundständigen Prinzipien müssten eigentlich für politische Bildung gelten. Und das war insofern wichtig, weil damals gab es zum einen einen Streit innerhalb der Fachdidaktik. Was wollen wir eigentlich mit politischer Bildung? Soll es zum einen hauptsächlich um die Vermittlung von richtigem politischen, vermeintlich richtigem politischen Wissen und Institutionenkunde gehen? Oder soll es auch progressiv um die Frage gehen, wie wollen wir eigentlich leben, wie ist unsere Gesellschaft organisiert? Und auf der anderen Seite gab es damals durchaus auch den Wunsch von Parteien Einfluss zu nehmen auf Politikunterricht, also den sogenannten A- und B-Ländern, SPD, CDU regiert. Und deswegen haben sich damals die Didaktikerinnen und Didaktiker getroffen und haben gesagt, wir müssen so einen Minimalkonsens finden. Und dieser Minimalkonsens, der sogenannte Beutelsbacher Konsens, sieht drei Punkte vor. Das eine ist das Überwältigungsverbot. Überwältigungsverbot heißt erstmal vor allem, dass wir Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche nicht daran hindern dürfen, eigenständig zu einem politischen Urteil zu kommen. Das heißt, wir dürfen sie nicht überwältigen, weder moralisch überwältigen, noch durch ein autoritäres Auftreten oder durch die Auswahl von bestimmten Unterrichtsmaterialien. Und auf der anderen Seite ist der zweite Punkt das sogenannte Multiperspektivitätsgebot. Das heißt, alles, was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers behandelt wird, muss auch im Politikunterricht kontrovers behandelt werden, kontrovers aufgegriffen werden. Hier ist aber ganz wichtig, dass das nicht bedeutet, dass alle Positionen als gleichwertig dargestellt werden müssen. Man kennt vielleicht die sogenannte Failed Balance Theorie. Man kann also den Eindruck bekommen, dass wenn zwei Positionen als gleichwertig dargestellt werden, dass sie auch gleichwertig im zum Beispiel wissenschaftlichen Diskurs sind. Vielleicht sprechen wir gleich noch mal kurz über das Thema Klima. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und der dritte Satz, der wird ganz oft vergessen, der ist aber ganz wichtig. Der dritte Satz sagt, dass wir junge Menschen dazu befähigen müssen, ihre eigenen Interessen zu entdecken und sich für ihre eigenen Interessen auch einzusetzen. Also das heißt in gewisser Weise Emanzipation für junge Menschen. Das ist auch ein Auftrag von politischer Bildung. Und vielleicht noch ein Satz, wenn ich den ganz kurz ergänzen darf. Dieser Beutelsbacher Konsens, der hat sich etabliert. Er ist kein Aufruf zur Neutralität, sondern eher zur Multiperspektivität und zur Vielschichtigkeit, aber nicht zur Neutralität. Das steht sogar ganz konkret da drin. Die Position des Lehrers, der Lehrerin ist nicht so wichtig, aber sie darf durchaus auch eine Rolle spielen in Lernsettings. Und der Beutelsbacher Konsens wird immer wieder diskutiert, er hat sich etabliert und wird auch weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel noch die Frankfurter Erklärung für eine kritisch-emanzipatorische politische Bildung, und die ergänzt diese Perspektiven beispielsweise noch um so etwas wie eine kritische Perspektive auf gesellschaftliche Verhältnisse und auch Selbstkritik für uns als Lehrerinnen und Lehrer. Wie nutzen wir unsere Machtrolle eigentlich aus? Wie machtvoll besetzt ist die Schule? Und nicht zu guter Letzt die Frage, wie können eigentlich junge Menschen auch Gesellschaft gestalten, also Veränderungen herbeiführen. Diese Frankfurter Erklärung ist deutlich jünger, glaube ich. Mhm. Wie kam es zu der? Hat die auch irgendwie so ähnliche Wurzeln wie der Beutelsbacher Konsens? Genau. Interessanterweise ist die Frankfurter Erklärung tatsächlich ein Konsens, zumindest ein Konsens von denjenigen, die diese Frankfurter Erklärung entwickelt haben. Beim Beutelsbacher Konsens war es so, dass die Didaktikerinnen und Didaktiker auseinandergegangen sind
und erst im Nachhinein Georg Wehling quasi die Ideen dieser Tagung aufgeschrieben hat in einem Aufsatz. Die Frankfurter Erklärung ist im Jahr 2015 veröffentlicht worden. Die Idee der Frankfurter Erklärung war es tatsächlich, den Beutelsbacher Konsens weiterzuentwickeln, weil der Beutelsbacher Konsens ja eigentlich ein pädagogischer Konsens für alle ist. Der gilt ja gar nicht nur für die politische Bildung. So, wir sprechen ganz da sicherlich genau, gleich drüber, auch in Ethik gelten ähnliche Prinzipien und in allen anderen Fächern auch. Man darf auch in Chemieunterricht nicht überwältigen. Und die Frankfurter Erklärung wollte also einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, was ist eigentlich das Besondere an der politischen Bildung? Also so etwas wie eine kritische Gesellschaftsanalyse mit einzubinden oder eben tatsächlich auch die Fragen von die Frage danach zu stellen, wie junge Menschen eigentlich begleitet werden können, darin auch Veränderungsprozesse herbeizuführen. Ja, also das ist interessant und ob du es glaubst oder nicht, auch in der Ethikdidaktik kennen wir den Beutelsbacher Konsens. Wir haben auch Erklärungen und Grundsätze, Konzeptionen, aber die sind vielleicht noch nicht so weit tragend oder so weit bekannt wie jetzt der Beutelsbacher Konsens. Aber auch daran orientieren wir uns, der kommt auch in Tagungen von der Ethikdidaktik durchaus vor. Also die Philosophie- und Ethikdidaktik in Deutschland ist natürlich geprägt durch die Nachkriegszeit, also sprich ganz klar durch den Chaos des Krieges und auch durch die Indoktrination im Dritten Reich. Und dann allerdings auch, kann man sagen, als sie sich in den 70er Jahren richtig etabliert hat, ungefähr auch zur Zeit des Beutelsbacher Konsens, da gab es eine gewisse Bewegung, dass man sich abgestoßen hat von der Moralerziehung der 50er Jahre. Also man hat weder die Indoktrination gewollt, noch hat man so eine christlich-konservative Moralerziehung gewollt. Und das läuft dann im Effekt ganz auf was Ähnliches hinaus, wie du es jetzt erwähnt hast, nämlich die emanzipative Urteilskraft. Das ist eigentlich unser Ziel. Und man kann sagen, durch die Bildungspläne hinweg, auch wir haben ja das Fach, heißt ja auch ganz verschieden bei uns, Werte und Normen, Ethik, Philosophie oder auch Philosophie für Kinder. Und durch die Bank weg sind in den Bildungsplänen diese kritische Urteilsbildung eigentlich, wird genannt als Ziel. Und du hast gesagt, 2015 war diese Frankfurter Erklärung, 2016 war der Dresdner Konsens bei uns in der Philosophie-Ethik-Didaktik und meint eigentlich im Grunde was Ähnliches. Wichtigster Punkt ist die Urteilsbildung, die kritische Urteilsbildung. Das muss gefördert werden. Und der Unterricht soll eigentlich immer so sein, dass Schülerinnen und Schüler möglichst üben in ihrer Diskussion, in ihrer Argumentation, schriftlich, mündlich, sich ein Urteil zu bilden. Und dann ist natürlich immer die Hoffnung, dass das bessere Argument letztlich sozusagen den Sieg davon trägt. Und ein bisschen in Anlehnung an den Beutelsbacher Konsens gibt es in dieser Dresdner Konsenserklärung auch dieses Pluralitätsgebot und natürlich auch zum Beispiel, dass man im Unterricht auch hinweisen soll darauf, wenn Dinge suggestiv sind, wie Werbung oder auch Slogans oder auch populäre Ansichten im Internet oder so, die sind natürlich auch sehr suggestiv und auch das ist Teil dieser ethischen Bildung. Aber es ist, um es zusammenzufassen, eigentlich immer die Hoffnung, dass die Jugendlichen ein kritisches Urteil sich bilden und zwar gemäß dem besseren Argument. Und da habe ich manchmal so ein bisschen Angst, dass wir angesichts des Populismus und aber dann andererseits natürlich auch der Probleme wie dem Klimawandel hier mit diesem großen Vertrauen auf das bessere Argument manchmal vielleicht nicht ganz durchdringen. Ja, ich glaube, in puncto Klimawandel ist das eine ganz spannende Perspektive. Also zum einen wissen wir, dass es da auch so etwas gibt wie Klimaleugnung. Und deswegen ist ein zentrales Prinzip der politischen Bildung auch so etwas wie Wissenschaftsorientierung, dass wir uns tatsächlich auch damit auseinandersetzen, was wird in der Wissenschaft eigentlich diskutiert, wie evidenzbasiert ist das, was dort besprochen wird. Das ist das, was wir als Sachurteil beschreiben. Das zentrale Element, was du jetzt gerade beschrieben hast, als quasi politisch-moralisches Urteil, ist für die politische Bildung auch ganz wichtig. Es ist aber eben auch geprägt von diesem Sachurteil. Und am Ende geht es aber ja ganz oft auch um die Frage, was hat das am Ende für eine Konsequenz? Und wir hatten uns überlegt, dass wir heute auch über das Beispiel Klima sprechen wollen, weil wir natürlich erleben, sowohl bei unseren Studierenden als auch bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie angehalten sind, motiviert sind,
eine ja durchaus auch moralische Ebene reinzubringen. Das heißt also eigentlich erwarten, dass wir Schule so gestalten, Unterricht so gestalten, dass wir Schülerinnen und Schüler davon überzeugen, CO2 einzusparen. Ist das nicht der Fall bei euch in der politischen Bildung? Ja, ich würde sagen, mich interessiert da total auch deine Perspektive aus der Ethik. Ich würde sagen, doch, wir brauchen auf der einen Seite Bildung, die überzeugt, dass CO2-Einsparen notwendig ist, weil wir wissen das. Wir wissen aus der Forschung, aus der Klimaforschung, der Klimafolgenforschung, dass CO2 eingespart werden muss. Gleichzeitig sehe ich gerade im Feld der politischen Bildung die Sorge, dass wir uns eine Strategie zu eigen machen, die übrigens aus der Wirtschaft kommt. Also BP beispielsweise ist hauptverantwortlich für den sogenannten CO2-Rechner. Die Idee dahinter ist, einfach die Verantwortung beim Individuum zu suchen. Und natürlich sind wir alle, jede und jeder Einzelne, auch verantwortlich dafür, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Aber wir brauchen auch, und das ist für mich Bildung, Bildung als Selbst- und Weltaneignungsprozess, wir brauchen auch eine Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungsprozessen. Also wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Klar, du und ich, wir können sagen, wir fahren lieber mit dem Fahrrad und sparen dadurch CO2 ein, aber es braucht systemische Veränderungen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir in der politischen Bildung vor allem auch die Fragen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen stellen müssen. Wir müssen uns die Frage stellen, wer hat ein Interesse daran, dass wir CO2 minimieren und wer hat möglicherweise kein Interesse daran? Ja. Woran liegt das? Und welchen Einfluss hat das auch auf politische Entscheidungsprozesse? Und das halte ich eben auch für notwendig und das ist verbunden auch mit diesem Multiperspektivitätsgebot. Also alle Perspektiven mit aufzunehmen und junge Menschen dadurch nicht nur zu befähigen, individuell nachhaltiger zu handeln, sondern tatsächlich auch die Frage zu stellen, wie wollen wir in Zukunft leben und welche Veränderungen braucht es dafür? Ja, also ich will vielleicht noch mal eine andere Grundsatzschrift, ein Konzept ins Spiel bringen, nämlich Kohlbergs Stufenleiter der moralischen Urteile. Also wenn jetzt jemand von uns fordern wollte, wir müssen in unserem Unterricht sozusagen darauf dringen, dass CO2 eingespart wird, so richtig das ist, dann könnte man ja als Gegenargument bringen, wenn wir uns als Lehrkräfte jetzt sozusagen verabschieden und den Rücken zu den Schülern drehen und wenn die dann sagen, ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr zu tun, weil jetzt ist ja die Kontrolle weg, ja, also ich muss es nur tun, solange ich nicht bestraft werde sozusagen, dann wäre das sozusagen ein Pyrrhus-Sieg. Und das ist ja für uns in der Ethik wichtig, dass wir hier aus den richtigen Gründen das Richtige tun. Und das bedeutet eigentlich wieder dasselbe, was die Dresdner, was der Dresdner Konsens da will. Es geht um die Urteilsbildung und das Handeln gemäß dem eigenen Urteil und nicht das Handeln gemäß zum Beispiel einem Verbot oder einem Handel, so nach dem Motto, wenn ich dir was gebe, gibst du mir was und so weiter. Und insofern verstehe ich das sehr gut mit den öffentlichen Belangen der Politikfähigkeit sozusagen und würde das sozusagen von der ethischen Bildung ergänzen wollen, dass man aus den richtigen Gründen, und das sind letztlich argumentative Gründe und Gründe der Überzeugung, ja, tatsächlich in diese Richtung dann sein Handeln verändert. Also überhaupt kein Widerspruch, es braucht Überzeugung. Als politischer Bildner und auch als Sozialwissenschaftler würde ich sagen, im Zweifel brauchst du vielleicht auch Verbote und Verbote können auch zu Veränderungen führen. Also wenn wir uns erinnern, es gab damals eine große Welle von Protest gegen beispielsweise das Rauchverbot in Kneipen und Restaurants, Einführung des Mindestlohns oder auch die Gurtpflicht. Wenn wir uns daran erinnern, ich war damals noch gar nicht dabei, aber ich habe Diskussionen beispielsweise mit meinem Schwiegervater darüber geführt, dann haben alle damals gesagt, das ist eine Einschränkung der Freiheit. Aber möglicherweise sind bestimmte Einschränkungen der Freiheit führen dann auch zu Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt. Wir wollen ja heute vor allem über Neutralität sprechen und ich finde, wir sollten zumindest am Ende dieses Videos auch nochmal über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Wir nehmen dieses Video hier auf, kurz nachdem in den letzten 10 Tagen, 2 Wochen, Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, protestiert haben für die Demokratie. Den Hintergrund werden wir jetzt in diesem Video nicht erläutern können, aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, also die Korrektivrecherchen beispielsweise zu einem Treffen in Potsdam von Rechtsextremen, die haben unter anderem dazu geführt. Und das, was Lehrkräfte auch umtreibt, ist die Frage, darf ich das eigentlich thematisieren in der Schule? Darf ich, wenn ich gefragt werde, zum Beispiel sagen, dass ich zu dieser Demo gehe oder dass ich bei der Demo war? Und da würde mich erstmal aus so einer ethischen Perspektive interessieren, Bildung findet ja in der Demokratie nicht im luftleeren Raum statt. Wir sind in einer demokratischen Gesellschaft. Was würdest du denn sagen, ist die Grundlage sozusagen für unser pädagogisches Handeln in einer demokratischen Gesellschaft? Also die Grundlage aus meiner Sicht der Ethikdidaktik sind tatsächlich Werte. Und da bin ich auch
so sehr ich das unterstütze, was ich jetzt eben dargestellt habe, zum Beispiel der Dresdner Konsens, bin ich auch einfach jemand, der immer wieder betonen möchte, mit dem rationalen Argumentieren ist es manchmal auch nicht getan. Das heißt, wir müssen uns stark machen für unsere Werte. Das sind die, sagen wir, individuellen Freiheitsrechte der westlichen Moderne. Also sowas wie Autonomie oder Authentizität, dass wir also bestimmen dürfen über unser Leben, dass wir unser eigenes Leben führen dürfen und nicht es irgendeinem Klischee entsprechend führen müssen. All diese Dinge kann man nicht sozusagen aus dem Hut der Rationalität zaubern, sondern es sind letztlich auch Werte. Und hier folge ich Charles Taylor, dem kanadischen Philosophen. Und deswegen bin ich also für einen Unterricht, der tatsächlich Werte artikuliert, bis hin dazu, in meinem Buch Bildungsphilosophie für den Unterricht sage ich das ja auch in einem Kapitel, dass wir Werte auch vertreten, artikulieren und auch verteidigen. Ja, das möchte ich gerne nochmal auch aus der Perspektive der politischen Bildung schützen. Und vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Wir sind verpflichtet, dem Grundgesetz, als Landesbeamtinnen und Landesbeamten auch der Landesverfassung, wir sind vor allem eben diesem Wertekonsens in unserer Gesellschaft verpflichtet. Und über vieles davon kann man streiten, wie wir sie entwickeln. Aber die Grundrechte, Grund- und Menschenrechte, die dürfen nicht zur Disposition stehen. Und die müssen wir auch verteidigen, auch als Pädagoginnen und Pädagogen und auch ihr als Angehende oder als Lehrerinnen und Lehrer, seid dazu verpflichtet, diese Grundidee unserer Demokratie zu verteidigen. Und damit meine ich zuvor, dass sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 des Grundgesetzes, aber auch sowas wie Minderheitenschutz, das ist das, was im Moment wieder ganz intensiv diskutiert wird, Schutz vor Diskriminierung, das sind Prinzipien unserer Gesellschaft, unserer demokratischen Gesellschaft. Und dazu können und dürfen wir uns unter gar keinen Umständen neutral verhalten. Es braucht eine klare Positionierung dazu. Und das heißt dann für mich auch ganz klar, dass wir uns beispielsweise im Unterricht auch positionieren dürfen und auch zum Beispiel sagen dürfen, wir gehen auf eine Demokratie-Demo. Wenn es um Neutralität in der Schule geht, dann geht es immer um parteipolitische Neutralität. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Zugang. Wir sind zum einen der Verfassung verpflichtet und zum anderen gilt für uns das Beamtenrecht, zumindest dann, wenn wir Beamtinnen und Beamte sind. Das Beamtenrecht schränkt die Meinungsfreiheit des Lehrers oder der Lehrerin ein, aber nur in Grenzen. Und das bedeutet vor allem, dass wir parteipolitisch neutral sein müssen. Wir dürfen nicht in der Schule im Unterricht Werbung machen für eine bestimmte Partei oder wir dürfen eine Partei nicht ganz pauschal abwerten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht bestimmte Aussagen von Politikerinnen und Politikern, egal welcher Partei, auch aufgreifen dürfen im Unterricht und kritisieren dürfen. Und wenn sich ein Politiker, eine Politikerin rassistisch, homophob, menschenverachtend äußert, dann dürfen wir und dann müssen wir das auch aufgreifen. Das heißt also, es gibt ganz klar Grenzen für diese Vorstellung einer vermeintlichen Neutralität. Und die sind eigentlich im Parteienspektrum verortet. Und zu den Fragen unseres demokratischen Zusammenlebens können, dürfen und sollen wir uns auch nicht neutral verhalten. Wir sind auch Vorbilder. Und wenn wir beispielsweise in unserer Klasse auch Kinder und Jugendliche haben mit Migrationsbiografie, dann fühlen die sich im Unterricht nur sicher und wohl, wenn sie wissen, dass wir als Lehrkräfte, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen Haltung zeigen. Haltung für genau diese Grundprinzipien unserer Demokratie. Und ich will vielleicht an diesem Punkt noch einmal ergänzen, dazu gibt es auch eine klare Rechtsprechung. Und die klare Rechtsprechung, es gibt ein Urteil, das ist Anfang der 80er Jahre auch hier in Baden-Württemberg gefällt worden. Da ging es um die Frage, ob es sozusagen so eine Neutralität gibt oder nicht. Und auf dieses Urteil wird immer wieder rekurriert, auch in der Rechtsprechung. Und in diesem Urteil wurde unter anderem darauf verwiesen, ich zitiere das mal ganz kurz, dass eine Lehrkraft für die Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages nicht zu einer vollständigen politischen Enthaltsamkeit verpflichtet ist. Und das hat eben damit zu tun, dass wir uns für die Grundwerte unserer Demokratie ganz klar einsetzen müssen als Lehrkräfte. Also da braucht niemand Angst haben, dass es Probleme gibt, wenn du dich für die Demokratie einsetzt. Ganz im Gegenteil. Wir machen hier einen Cut, wir setzen das Gespräch nämlich noch fort und wollen dann auch noch ein bisschen aufs unterrichtspraktische Modelle eingehen. Aber Ziel dieses Videos waren eigentlich auch die Grundlagen, sowohl die Wertegrundlagen als auch die Konzeptionen, als auch die Rechtsprechung, die du jetzt zum Schluss noch erwähnt hast. Und im Grunde haben wir schon eine gute Antwort auf die Frage, wie neutral sollen ethische und politische Bildung heute sein. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Ciao.